Okay. Ich will wissen, wie weit ich nach 30 Tagen Skaten komme und mit euch den Lernprozess teilen. Erstmal muss ich ein Geständnis abliefern. Und zwar stand ich noch nie auf dem Board. Ich kann schon einigermaßen fahren. Die Rampe runterdroppen. Glaube ich. Und einen Ollie, den ich lange nicht mehr gemacht habe. Ich habe vor einem Jahr im Surfcamp von Pure das Skaten entdeckt, ein paar Wochen geskatet und dann wieder aufgehört. Schauen wir mal, wie weit wir kommen, nachdem wir wirklich 30 Tage Skaten hinter uns haben. Zu dem Anlass habe ich von zwei guten Freunden, nämlich Matze und Tan, aus dem Surfcamp ein Skate Deluxe Deck und 50mm Rollen geschenkt bekommen. Fehlt uns nur noch alles andere. Also bin ich zum nächsten Skateladen gegangen, um mir den Rest zu holen. Passende Achsen, Kugellager, Schrauben. Ich habe mich nicht getraut, das Grip Tape selbst drauf zu machen, also habe ich es dort machen lassen. Zeit zum Bauen! Leute, wir haben Board, ich hab Bock, machen wir eine Testfahrt. Natürlich fangen wir erstmal mit ein paar Basic Moves an. Ollies, Shove It, Kickflips. Und gerade in den ersten Tagen gab es riesen Fortschritte. Das waren wahrscheinlich noch die Ollies von letztes Jahr. By the way, ich habe nicht alle 30 Tage durchgeskatet. Theoretisch fast nur jeden zweiten bis dritten Tag. Teils weil es geregnet hat, zu warm war, Müdigkeitserscheinungen oder wegen Verletzungen. Gerade das hat mich anfangs echt krass aufgehalten, sodass ich zwischendurch immer Pause machen musste. Aber im Fitnessstudio die Beinmuskulatur stärken hat da enorm geholfen. Im Endeffekt haben sich die 30 Tage auf fast 2 bis 3 Monate gestreckt. Ihr fragt euch sicherlich, hat der das alles alleine gelernt? Die Antwort ist, nein, ich habe mit Freunden das Skaten angefangen. Dabei haben mir alle immer was geholfen und Tipps gegeben, um die Tricks schneller zu lernen. Teils auch alte Freunde, bei denen ich nicht wusste, dass die mal krasse Skater waren. Wie zum Beispiel Vida. Filme machen und Action als Spezialgebiet. Aber im Geheimen Pro-Skater. Und ich würde sagen, das hat er heute nicht unbedingt verlernt. Ich kam trotzdem nicht drum rum, mir Skate-Tutorials anzuschauen. Aber gerade bei Kickflips hat er mir enorm geholfen. So dass ich meinen ersten Kickflip im Fahren am 8. Tag stand. Und ich sag euch Leute, nachdem man den ersten gestanden hat, steht man auch danach den Großteil der Kickflips. Jetzt geht es nur darum, den Move zu verinnerlichen und schöner zu machen. Weil jetzt sieht er ein bisschen hässlich aus noch. Alle sagen, der Schlüssel sei diese Bewegung. Also habe ich das geübt und geübt und etliche Schuhe demoliert. Zwei Sachen haben generell bei Moves geholfen. Die eine war viel fahren. Hier hoch, dort runter. Da an der Schräge entlang und so weiter. Gerade Ollies wurden dadurch immer safer, weil man generell safer auf dem Board stand. Die andere Sache war der Einsatz. Unter Skatern gibt es nicht umsonst das Sprichwort Skate or Die. Jeder Move, jede Landung auf dem Board erfordert vollsten Einsatz und Überwindung. Vieles lässt sich auch einfach nur machen, wenn du es erstmal ausprobierst. Und dabei darfst du keine halben Sachen machen. Weil sonst... Wir spüren aber keine Schmerzen. Und wisst ihr warum? Wir sind Breakdancer! Spaß! Ich habe schon etliche Kühlsessions hinter mir. Deswegen vorm Skaten immer schön aufwärmen. Und Leute, Safety first. Und weiter geht's mit Shove It, diesmal während der Fahrt. Tag 27, mein erster kleiner Grind. Kickflips sind leider immer noch nicht clean und mal klappen die und mal nicht.
Dass man Tricks einmal steht, heißt nicht, dass man die schon kann. Und die erstmal auf Abruf zu können, ist der schwierigste Part. Ich denke, viel Fahren und Ausprobieren macht da den Unterschied. Das wurde jetzt nicht ins Video reingeschnitten, aber ich habe in jeder Session stundenlang nur Basics gedrillt. Was wahrscheinlich auch das Problem war. Ich habe nicht oft genug Neues ausprobiert. Angst vor Verletzung hat da eine große Rolle gespielt, weil ich habe mich schon echt krass gemault. Teils auch meine Handgelenke so sehr verletzt, dass Abstützen auch schon überraschend schmerzhaft war. Am Ende hat man sich trotzdem auf dem Board einigermaßen wohlgefühlt, sodass ich ein paar coole Runden drehen konnte. Aber vom Pro-Sein sind wir natürlich noch echt weit weg. Aber was erwartet man? In 30 Tagen schafft man vielleicht so einige Basic-Tricks und ganz wackelig ein paar fortgeschrittene Sachen. Aber Pros widmen dem nicht umsonst ihr Leben. Leute, ich streame wieder einigermaßen regelmäßig. Schaut vorbei! Sonst Vorschläge, was ich sonst ausprobieren soll?